Starten wir also jetzt mit dem ersten Bereich der Ökonomie, den wir betrachten müssen, um genug Gleichungen für unser Wachstumsmodell zusammenzubekommen. Und das ist eben der Firmensektor, wo die Entscheidung über die Produktion getroffen werden wird. Und in diesem Zusammenhang werden wir uns auch noch ein besonderes Konzept aneignen, nämlich das der Social Accounting Matrizen und der Balance Sheets, die wir später auch für das Stockflow-konsistente Modellieren dann weiter brauchen werden. Das Grundprinzip im Firmensektor ist das, dass die Firmenbetreiber, die sogenannten Entrepreneure, die optimale Produktionstechnik auswählen und dann entsprechend der notwendigen Anzahl Arbeiterinnen einstellen und dann dementsprechend in den Firmen den Output produzieren. Ja? Die Basisannahmen dabei sind zum einen, dass wir es hier mit diskreten Zeitschritten zu tun haben. In der Regel korrespondiert ein Zeitschritt zu einem Jahr. Das zentrale Maß für den Output ist das Bruttoinlandsprodukt oder X hier. Wir betrachten hier ein homogenes Outputgut, was sowohl als Konsumgut als auch Kapitalgut verwendet werden kann. Damit entgeht man diesen Problemen, die durch die Cambridge Capital Controversy entstanden sind. Ist natürlich eine starke Vereinfachung, aber jetzt für den Anfang notwendig, um das Ganze einigermaßen fassbar zu halten. Dieses Output-Gut funktioniert, wie gesagt, auch gleichzeitig als Kapitalgut und insgesamt, um dieses Output-Gut zu produzieren, gibt es zwei Produktionsfaktoren. Zum einen die Arbeit und zum anderen das Kapital. Das heißt, diese beiden Faktoren sind maßgeblich zusammen mit der Technologie oder sind sozusagen die Inputs für das Kapital oder für das Output-Gut und gemeinsam mit der Technologie auch die zentralen Determinanten, wie viel von dem Output-Gut tatsächlich produziert wird. Technologie kommt rein über die Produktionstechniken. Das sind dann verschiedene Arten, wie man aus Arbeit und Kapital das Output-Gut herstellen kann. Die bestimmen zum einen, wie viel Kapital wir brauchen, um einen Arbeiter oder eine Arbeiterin auszustatten, damit er oder sie gemäß ihrer Arbeitsproduktivität den Output produzieren kann. Und sie bestimmen auch die Menge an Output, die dann tatsächlich produziert wird. Also sie sind auch maßgeblich für die gesamte Produktivität. Und zuletzt bestimmen diese Produktionstechniken auch den Kapitalverschleiß, also wie viel Kapital im Zuge der Produktion tatsächlich verschlissen wird. Für diese Produktionstechniken nehmen wir die sogenannten konstanten Skalenerträge an. Das bedeutet, dass wenn wir die Inputs erhöhen, also Kapital und Arbeit, dann erhöht sich der Output immer in linearer Art und Weise. Sprich, wir verdoppeln zum Beispiel die Inputs, dann gibt es auch doppelt so viel Output. Das ist insgesamt, muss man sagen, eine sehr kritische Annahme, weil es häufig insbesondere in modernen Sektoren so nicht ist. Diese Annahme ist aber tatsächlich, wenn man das Ganze mathematisch betrachten will, schwer abzuschwächen. Eine Möglichkeit, wie man die abschwächen kann, ist, indem man weggeht von der rein mathematischen oder also analytischen Modellierung und man verwendet Simulationsmodelle. Die werden wir zum späteren Zeitpunkt der Veranstaltungen kennenlernen. Das ist was, wo ich auch viel mitarbeite, mit diesen sogenannten agentenbasierten Modellen. Die lernen wir, wie gesagt, später kennen. Fast alle Wachstumsmodelle, die Sie aber kennenlernen werden in der aktuellen Forschungslandschaft, die man verwendet, nehmen aber diese konstanten Skalenerträge an. Sie sind auch nicht immer eine schlechte Annahme. Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass das problematisch sein kann, wenn moderne Sektoren, insbesondere IT-Sektor etc., wo wachsende Skalenerträge zentral sind, also wo quasi die Produktion von mehr Output mit relativ geringerem Input möglich ist, dass es da oft problematisch ist, mit diesen Wachstumsmodellen zu arbeiten, wenn diese Sektoren wirklich besonders relevant sind. Die einzelne Produktionstechnik wird durch drei Parameter definiert, durch ein sogenanntes Triple. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Produktionstechnik zu definieren. Sie unterscheiden sich dadurch hier durch quasi das erste Element, was in dem einen Fall eben die Kapitalausstattung pro Einheit Arbeit ist und im anderen Fall die Kapitalproduktivität. Die beiden weiteren Elemente hier sind die gleichen.
Sie geben bei der um eine Produktionstechnik zu definieren, müssen Sie angeben, wie viel Output mit Hilfe dieser Produktionstechnik pro Einheit Arbeit produziert werden kann. Und Sie müssen auch angeben, wie der Verschleiß von Kapital im Produktionsprozess ist. Das wird über den Parameter Delta, den wir schon kennengelernt gemacht haben. Wenn Delta 1 ist, bedeutet das, dass das gesamte Kapital verschlissen wird im Produktionsbereich. Das ist, wenn Sie, man spricht dann immer von einer Corn Economy, wo das so ist, weil man davon ausgeht, okay, da wird nur landwirtschaftlich produziert und alles Kapital wird dabei aufgebraucht. Aber das ist ein Extrembeispiel und in der Regel liegt dieser Parameter Delta deutlich niedriger, was Sie ja auch in den Daten, die ich Ihnen hochgeladen habe, sehen können. Also im Prinzip kann man das Ganze so zusammenfassen, dass wir starten mit einer Einheit Arbeit und K-Einheiten Kapital und innerhalb von einem Zeitschritt kommt dann am Ende bei raus X-Einheiten von dem Output und 1 minus Delta K-Einheiten von dem Kapital. Ja, weil hier eben ein Teil des Kapitalstocks, der hier am Anfang da ist, der verschlissen wird und hier über diese Einheit X wird ja angegeben, wie viel Output dann tatsächlich von einer Einheit Arbeit produziert werden kann. Also das ist quasi das Prinzip, was dem Ganzen zugrunde liegt. Auf Basis von diesen Gleichungen können wir dann die sogenannten Input-Output-Beziehungen aufstellen. Das ist jetzt ein relativ hochtrabender Begriff dafür, dass wir eben angeben, wie viel Arbeit quasi gegeben von dem Output verwendet wird. Also hier, das ist der Gesamtoutput, das ist hier, wie viel Output pro Arbeiterin produziert werden kann und dementsprechend ergibt sich hier dann eben die Anzahl oder die Gesamtanzahl der Arbeiterinnen. Und nach dem gleichen Prinzip können wir hier auch beim Kapitalstock vorgehen, indem wir hier nämlich die Kapitalproduktivität nehmen und die Menge an Output pro Arbeiter, beziehungsweise wir gehen direkt vom Gesamtoutput aus und dividieren durch unseren Parameter Rho und da bekommen wir dann eben die durch die Kapitalproduktivität und bekommen dann eben unsere Gesamtmenge für den Kapitalstock. Häufig werden diese ganzen Elemente zusammengefasst, indem man die Produktionstechnik durch einen Vektor angibt. Hier hat man einfach oben, also der Output, der pro Arbeiter produziert wird. Man hat hier, quasi nach einer Zeitschritt an Kapital übrig ist. Das heißt, man spezifiziert hierüber insbesondere diesen Parameter Delta. Man hat hier noch die Kapitalproduktivität angegeben. Und wir haben hier unten immer die 1 in dem Sinne, dass das Ganze pro Arbeitseinheit normiert wird. Das heißt, man kann zusammenfassen, wir haben hier oben eine Angabe der Outputs, die durch diese Produktionstechnik hergestellt wird und unten eben in der unteren Hälfte des Vektors die Aufstellung der Inputs, die notwendig sind zur Produktion. Ja, und dadurch können, das Schöne daran ist, dass Sie dadurch relativ kompakt eine einzelne Produktionstechnik darstellen können und vor allem Sie auch mehrere Produktionstechniken darstellen können, denn zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Ökonomie stehen ja den Firmen in der Regel sehr viele verschiedene Produktionstechniken zur Verfügung und die Wahl der richtigen Produkt oder die Wahl der Produktionstechnik ist eine ganz zentrale ist ein ganz zentrales Problem in der Betrachtung der Produkt oder in der Produktionstheorie und dementsprechend können wir, wenn wir das häufig machen, dass quasi alle möglichen Produktionstechniken zusammengefasst werden in einer Matrix, indem Sie einfach diese Vektoren gerade nebeneinander schreiben. Und wir sprechen von der Matrix hier, die all die Produktionsvektoren enthält. Da sprechen wir von einer Technologie. Ja, und das ist hier schon indiziert, diese Technologie, die ist nicht notwendiger konstant, sondern die ändert sich über die Zeit. Und wir sprechen bei einer Änderung von dieser Matrix über die Zeit von technologischem Wandel. Und da haben Sie bestimmt schon mal von gehört, technologischer Wandel ist ein extrem wichtiger Bestandteil der meisten Wachstumsmodelle oder eigentlich auch eine der großen Diskussionspunkte im Moment, ja, wenn es sowohl darum geht, wie Wachstum also was die Ursprünge von Wachstum sind, aber auch wie sich Wachstum zum Beispiel auf Ungleichheit auswirkt. Das heißt, diese Veränderung hier, dieser Matrix, also der sogenannte technologische Wandel, ist gerade in der modernen Wachstumstheorie
ein zentraler Bestandteil und ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Thema. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir diesen technologischen Wandel eigentlich zu verstehen haben. Es ist eine Änderung der Produktionstechniken, die den Firmen zur Verfügung stehen und die ihnen helfen, aus den Inputfaktoren Kapital und Arbeit den Output zu produzieren. Ich habe jetzt hier und da schon von den Firmen gesprochen. Es ist an dieser Stelle hilfreich, mal zu gucken, welche Arten von Agenten oder Akteuren sich da eigentlich in unseren Wachstumsmodellen in der Produktionssphäre tummeln. In den meisten Wachstumsmodellen gibt es manchmal explizit, manchmal implizit, drei Arten von Akteuren. Das eine sind die uns bereits bekannten Arbeiterinnen, deren zentrale Aufgabe ist, zu arbeiten. Ja, also die verkaufen ihre Arbeitskraft, ganz, ganz klassisch, die bieten Arbeit an, die arbeiten und sie kriegen dafür einen Lohn, ja, Lohn B. Dann zweite Gruppe, die Kapitalistinnen, das sind die Besitzer der Kapitalgüter oder diejenigen, die Kapitalgüter bereitstellen. Die geben sozusagen also den zweiten Produktionsfaktor in den Produktionsprozess ein und bekommen dafür keinen Lohn, sondern Profite. Und der dritte Teil, das ist jetzt vielleicht das einzige etwas Unintuitive, sind die Managerinnen oder die Entrepreneure. Das sind diejenigen, die quasi die Firmen managen. Ja? In die Firmen kommen dann Kapital rein, in die Firmen kommen Arbeit rein, dann braucht es irgendjemanden, der organisiert die Produktion. Das machen die Managerinnen oder die Entrepreneure. Die wählen die Produktionstechnik aus, aus der zur Verfügung stehenden Technologie. Die stellen quasi dann tatsächlich die Arbeiterinnen ein, die produzieren den Output, verkaufen den, zahlen dann den Lohn an die Arbeiterinnen aus und reichen die Profite und das übrig gebliebene Kapital an die Kapitalistinnen weiter. Ja. Es ist so ein bisschen so eine Art Metagruppe, weil sie in dem Sinne nicht explizit vorkommen. Also sie sind eigentlich in der Firma genauso wie ein normaler Arbeiter, bekommen da einen ganz, ganz normalen Lohn, aber sie treten sozusagen nicht als eigene Klasse auf, sondern es ist so ein bisschen eine Denkfigur, dass sie sich vorstellen, okay, da gibt es jemanden in den Firmen, der besorgt das Kapital von den Kapitalistinnen, der stellt die Arbeiterinnen ein, der wählt die Produktionstechnik aus, damit wir nicht immer sagen müssen, die Firmen machen das. Aber die Firmen machen das natürlich nicht. Da gibt es irgendjemanden in der Firma, der dafür verantwortlich ist und deswegen diesen Typ Manager oder Entrepreneur. Was wichtig ist, dass für jeden dieser drei Teile, wie in den analytisch betrachteten Wachstumsmodellen, in der Regel annehmen, dass es eine sehr große Anzahl von Agenten gibt. Warum machen wir das? Dass wir nämlich damit implizit die Annahme setzen, dass großer Wettbewerb zwischen diesen Agentinnen herrscht und sie die einzelnen, die Outputpreise bzw. Löhne als gegeben hingehen und selbst keine Preis- oder Mengensetzungsmacht haben. Wir werden später auch sehen, für die Managerinnen ist es auch wichtig, die wollen nämlich alle quasi auch als Manager tätig sein, das heißt, sie wollen sozusagen von den Kapitalisten ausgewählt werden als Firma, die deren Kapital empfängt und dementsprechend ist ihre zentrale Aufgabe, immer den Profit zu maximieren. Na, das ist sozusagen auch die Denkfigur, dass wir sagen, die Firmen gehören letztendlich, was das Kapital angeht, den Kapitalisten maximieren, deswegen die Profite und der Lohn bleibt dann eben als Residuum übrig. Ist ganz üblich, es klingt erstmal extrem marxistisch, aber es ist tatsächlich die Standard-Herangehensweise. Nur in der Regel sagt man eben, die Firmen maximieren ihre Profite und die Profite gehen eben an die Firmenbesitzer, in dem Sinne die Kapitalistin. In modernen Modellen oder in neueren Modellen, insbesondere agentenbasierten Modellen, mischen sich diese Rollen auch so ein bisschen. Also dann ist es häufig so, dass die Haushalte zum einen arbeiten, aber auch teilweise über Aktienanteile an Firmen erhalten. Es gibt eine explizite Gruppe von Managern oder von Leuten, die Firmen managen. Das ist aber in den meisten Standardwachstumsmodellen so nicht der Fall, sondern das ist was, was wir uns dann nochmal besonders in der Session zum agentenbasierten Modellen anschauen. In den klassischen Wachstumsmodellen haben wir jetzt wirklich eigentlich diese drei Arten von Agenten und diese zwei großen Klassen. Es ist jetzt dennoch, es ist dann jetzt hilfreich, wenn wir uns mal anschauen, wie die Produktion eigentlich Schritt für Schritt funktioniert und dafür ist es hilfreich, mal Schritt für Schritt oder die Entscheidungen, die so ein Manager oder ein Entrepreneur treffen muss,
durchzugehen und danach gucken wir uns mal die Entscheidungen der Kapitalisten an. Die Entscheidungen der Arbeiterinnen werden wir später uns anschauen, wenn wir den Arbeitsmarkt betrachten. Also am Anfang muss so ein Manager oder Managerin immer die Produktionstechnik wählen. Das heißt, die wählen die Produktionstechnik aus der Menge der ihnen zur Verfügung stehenden Produktionstechniken aus, um einen gewissen Output X zu produzieren. Und nachdem sie festgesetzt haben, wie viel Output sie produzieren wollen oder können, dann stellen sie die entsprechende Menge an Arbeiterinnen ein, die sie brauchen, um diesen Output zu produzieren. Daraus ergibt sich dann auch der zu zahlende Gesamtlohn, die sogenannte Wage Bill, der Gesamtlohn. Das ist einfach nichts weiteres als der Lohn pro der Lohn pro Arbeitskraft multipliziert mit der Anzahl der Arbeiterinnen. Also nichts anderes als der Lohn mal Output geteilt durch Produktivität. Und das ist dann sozusagen der Gesamtlohn, der gezahlt wird. Dann müssen Kapitalistinnen das Kapital von den müssen Managerinnen das Kapital von Kapitalistinnen besorgen, nämlich das Kapital, was sie brauchen. Das ist bestimmt hier durch den Parameter Rho, den wir vorher schon kennengelernt haben, der eben bestimmt, wie viel Kapital pro Arbeitskraft notwendig ist, um einen bestimmten Output zu produzieren. Dieser Parameter Rho wird nicht zuletzt hier auch durch die Produktionstechnik bestimmt. Und Sie sehen hier schon, da geht es so ein bisschen in die Richtung, wo sich die Managerinnen entscheiden müssen, welche Produktionstechnik nehmen sie. Nehmen sie einen, wo sie vielleicht viel Kapital und wenig Arbeiterinnen brauchen oder wenig Arbeiterinnen und viel Kapital. In die Richtung wird dann später, wenn wir uns genauer die Wahl der Produktionstechnik anschauen, wie sie die genau stattfindet, die Richtung wird es da gehen, und da können Sie sich schon vorstellen, da geht es ja viel um Faktorpreisen. Wenn Arbeit billig ist, dann nimmt man eher eine Produktionstechnik, die sehr arbeitsintensiv ist. Wenn Kapital sehr günstig ist, nimmt man vielleicht eher eine, die kapitalintensiv ist. Oder wenn das Kapital besonders produktiv ist, was einem zur Verfügung steht, etc. etc. Und das bestimmt natürlich alles die Entscheidung der Managerin. Wenn dann quasi die Managerin diese Entscheidung getroffen haben, dann verkaufen sie den Output und sie zahlen die Löhne an die Arbeiterin und den Bruttoprofit an die Kapitalistin. Hier einfach nur zur Wiederholung, das sind Sachen, die wir uns in der letzten Stunde schon angeguckt haben. Die Profite ist oder die Profitquote ist quasi alles das, was nach Zahlung der Löhne übrig bleibt. Demzufolge können wir die Profite als Ganze eben darstellen hier als das, was nach dem Abzug der Löhne von der Gesamtproduktion übrig bleibt. Dementsprechend können wir das hier auch so umformen. Diese Gleichungen hier bedeuten alle das Gleiche. Diese Umformung, die habe ich Ihnen jetzt hier habe ich euch hier hingeschrieben, werde ich später wieder verwenden werden in einigen Herleitungen. Und das ist was jetzt bei den Modellen immer häufig vorkommt, wenn man hat irgendwo was stehen, man möchte irgendwie eine weitere Information daraus ableiten, man weiß nicht so richtig weiter, dann ist es immer lohnenswert, quasi in den Slides mal zurückzugucken und zu schauen, ob man da nicht vielleicht irgendwie eine Umformung findet, die einen in der Situation weiterbringt. Das habe ich tatsächlich beim Design von den Slides auch oft gemacht, wo ich ja selber auch irgendwie versuche, also mir das alles selber nochmal herleiten wollte und wo ich dann, wenn ich nicht mehr richtig weiter wusste, tatsächlich nochmal in die Slides vorher gegangen bin und tatsächlich auch häufig in die Slides von der letzten Session nochmal reingeguckt habe, wo ja viele Definitionen drinstehen und auch viele von diesen Umformungen hier, die wir dann weiterverwenden. Oft gebe ich die als Merkhilfe nochmal an, aber das hier sind tatsächlich auch unterschiedliche Formulierungen der Profite, die wir einfach häufig sehen und die man wiedererkennen muss. Wir haben auch kennengelernt die Bruttoprofitrate. Kann eben angegeben werden durch die Bruttoprofite als Anteil des Kapitalstocks. Und hier, was später nochmal relevant wird, ist hier der Zusammenhang mit Rho, dass wir nämlich die Bruttoprofitrate angeben können, indem wir die Profitquote mit dem Parameter Rho multiplizieren. Nachdem also das dann quasi vonstatten gekommen ist, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass diese Profite, diese Bruttoprofitrate V,
Das ist was, oder das kann man sich am besten vorstellen als das, was den Kapitalisten für die Abnutzung einer Einheit Kapital bekommen. Ne? Bei den Arbeiterinnen ist ja relativ einfach. Ne? Der Lohn, den die Arbeiterinnen bekommen, der korrespondiert zu der Arbeitskraft, die sie in diesem Zeitschritt bereitgestellt haben. Bei den Kapitalistinnen ist es ein bisschen anders, weil bei denen muss man sich vorstellen, die geben in diesen Modellen sozusagen ihr Kapital in die Firma rein. Denn während des Produktionsprozesses wird ein bisschen von dem Kapital verschlissen, nämlich gemäß dieses Parameters Delta. Und dann am Ende von der Runde bekommen die Kapitalistinnen quasi das Kapital zurück, was sie sozusagen, was übrig ist, was nicht verschlissen wurde. Und sie bekommen den Profit. Es bedeutet, man darf nicht den Fehler machen, denken, dass der Profit sozusagen der Preis des Kapitals ist. Weil sie ja sozusagen einen Teil des Kapitals auch wieder zurückbekommen, nämlich den Teil, der nicht verschlissen ist. Das bedeutet, sie können eigentlich den Profit, wenn sie so in dieser Logik denken wollen, dann ist der Profit eigentlich der Preis des verschlissenen Kapitals. Also das, was die Kapitalisten dafür bekommen, dass das Kapital, was sie bereitgestellt haben, zum Teil verschlissen werden. Der Preis einer Einheit Kapital ist tatsächlich immer gleich. Und dieser Preis ist immer 1. Warum? Weil die Preise hier in unseren Modellen per Konvention in Relation zum Output angegeben werden. Und der Output, das haben wir ja gesagt, ist ein homogenes Gut, was sowohl als Konsumgut als auch als Kapitalgut angegeben werden kann. Und demzufolge ist der Preis per Definition immer 1. Den letzten Hinweis, den ich jetzt an dieser Stelle hier zu den Managerinnen noch geben möchte, ist, dass die Managerinnen immer versuchen, eine möglichst hohe Profitrate zu bekommen. Das heißt, die Firmen sozusagen versuchen, ihren Profit zu maximieren. Ja, das hören Sie oft, diese Formulierung. Hier ist es so, wir haben das so geframed, dass als die Firmen gemanagt werden durch die Managerin, die sozusagen eine möglichst hohe Profitrate erwirtschaften wollen. Warum? Weil wir haben ja am Anfang auch die Annahme gestellt, dass es von allen Agententypen sehr viele Agenten gibt. Das heißt, auch von Managerinnen, die Managerinnen wollen auch als Manager arbeiten. Das heißt, sie wollen die Firmen sein, die von den Kapitalistinnen ausgewählt werden, dass sie ihre Kapitalausstattung bereitgestellt bekommen. Und die Kapitalistinnen geben ihr Kapital natürlich dahin, wo es die höchsten Profite gibt. Das heißt, damit ein Manager tatsächlich Kapital bekommt, muss er einen möglichst hohen Profit erwirtschaften. Und wir gehen dementsprechend, deswegen gehen, können wir hier davon ausgehen, dass wenn es quasi ganz viele Managerinnen gibt, dass dann jede Firma auch versucht, den Profit zu maximieren. Das heißt, diese Rolle des Wettbewerbs innerhalb der Managerin spielt eben da in dem Sinne eine sehr wichtige heuristische Entscheidung oder Rolle. An dieser Stelle dann nochmal kurz die Wiederholung dessen, was bei den Kapitalistinnen eigentlich in jedem Zeitschritt passiert, nachdem wir das jetzt schon für die Managerinnen gemacht haben. Kapitalisten starten in einem Zeitschritt mit der Kapitalausstattung K, also der Korrektheit müsste man hier eigentlich noch ein Subscript T hinzufügen. Wenn ich die Subscripts, die habe ich jetzt häufiger mal vergessen, wenn sie nicht explizit angegeben sind, dann beziehen sie sich immer auf den aktuellen Zeitschritt, also auf T. Also die starten jeweils in jedem Zeitschritt mit einer Startausstattung K und am Ende erhalten sie eben das, was von diesem K noch übrig geblieben ist. Also hier geht es darum, dass der Verschleiß von Kapital berücksichtigt wird, sie erhalten sozusagen das ganze Kapital zurück, was nicht verschlissen wurde, und sie erhalten dann eben noch den Bruttoprofit von den Managerinnen. Kurze Erinnerung an die Definition der Nettoprofite. Die Nettoprofite waren eben genau das, was wir hier, das war die Definition von den Bruttoprofiten, und von denen wird dann noch abgezogen alles das, was an Kapitalverschleiß drauf geht. Das heißt, Nettoprofite können sozusagen sowas wie der Nettogewinn der Kapitalistin betrachtet werden. Und wenn wir diesen Nettogewinn in Bezug setzen zum Gesamtkapitalstock, dann kommen wir zu der uns bereits bekannten Nettoprofitrate. Hier ist es in dem Sinne nochmal hilfreich. Sie können für dieses R, können Sie diese Gleichung hier oben einsetzen. Dann bekommen Sie diese Gleichung. Und das können wir nochmal vereinfachen. Wir können ja solche Arten von Brüchen können wir ja immer schreiben, indem wir die indem wir den Z das hier oben auseinanderziehen, ja,
Und hier sehen wir jetzt gleich, dass wir das K sozusagen auf beiden Seiten rauskürzen können, weswegen das Ganze dann eben auch einfach als die Differenz zwischen der Bruttoprofitrate und dem Kapitalverschleißparameter Delta sein können. Und hier können wir jetzt auch für das V können wir die Gleichung von der Slide davor verwenden und können dann die Nettoprofitrate mit Hilfe der Profitquote und den Parametern hier für Kapitalintensitätenverschleiß angeben. Das ist etwas, was wir tatsächlich relativ häufig verwenden werden. Die nächsten Schritte, die für uns jetzt bei der Betrachtung des Produktionssektors noch relevant sind, ist zum einen, dass wir uns die Social Accounting Matrizen anschauen. Die sind nämlich wichtig, um zu formalisieren, wie die einzelnen Austauschbeziehungen von Geldflüssen zwischen den Agenten stattfinden. Das ist später nochmal wichtig, um die Mechanismen, die sowas wie der Lohnquote oder der Profitquote zugrunde liegen, wirklich zu formalisieren. Dazu müssen wir ganz genau wissen, wann welcher Agent von welchem anderen Agenten was bekommt und was sozusagen die Ursachen für solche Dinge wie Investment oder Konsum sind. Um das kompakt darzustellen, bedienen wir uns der sogenannten Social Accounting Matrices oder sozialen Accounting Matrizen. Und dann der zweite Punkt, der noch offen ist für die Betrachtung des Produktionssektors, ist diese Wahl zwischen den Produktionstechniken, also die Wahl der Menge des Outputs beziehungsweise der Techniken, die verwendet werden, diesen Output zu bestimmen. Das sind sozusagen die beiden großen oder ist die große Frage, die hier noch offen ist. Und dafür werden wir uns auch ein kleines Modell angucken, was wir dann überführen werden in die großen Wachstumsmodelle.